U-Liner System hat mehrere große Renovierungsprojekte in denkmalgeschützten Altbauten erfolgreich durchgeführt. Dieser Bankpalast im Neobarock wurde in den Jahren 1915 bis 1921 für die norwegische Zentralbank gebaut. Heute steht er unter Denkmalschutz. Dieses 100 Jahre alte Bauwerk im historischen Stadtkern der norwegischen Hauptstadt wird innen von Grund auf erneuert. 18.000 Quadratmeter sollen möglichst unverändert erhalten bleiben, sollen aber gleichzeitig für neue 100 Jahre funktionell gemacht werden. Es ist schon etwas Besonderes, diesen einstigen Tresorraum der Bank von Norwegen zu betreten. Tief im Keller gelegen, in einem Altbau, der renoviert werden muss. Das ist schon eine spannende Sache, daran mitzuwirken. U-Liner System wurde damit beauftragt, die Rohrinstallation zunächst zu untersuchen und dann mit möglichst wenig baulichen Veränderungen zu sanieren. Historische Gebäude müssen mit Umsicht und Respekt behandelt werden. Die Architektur soll für kommende Generationen erhalten bleiben. Die Mitarbeiter von U-Liner System besitzen die notwendigen Fachkompetenzen für solche anspruchsvollen Projekte. Es ist höchste Zeit, dass hier renoviert wird. Unter anderem sollen die alten Abwasserrohre im Gebäude saniert werden. Das ist wirklich eine Herausforderung. Der Auftrag beginnt mit einer Untersuchung der Rohre zur Feststellung von Alter und Zustand. Eine Inspektion der Rohre gibt uns eine Antwort darauf. Dabei wird auch geprüft, von welchen Stellen aus dann die Sanierung erfolgen kann. U-Liner System versieht die alten Rohrleitungen mit einer neuen Innenauskleidung, die für jeden Rohrabschnitt genau angepasst wird. Auch enge Schächte und Hohlräume, Rohrbögen und Querschnittsübergänge stellen keine unüberwindlichen Hindernisse dar. U-Liner System verfügt über das Know-how, die Produkte und die Methoden, die für eine nachhaltige Rohrsanierung in denkmalgeschützten Altbauten erforderlich sind.